Herzlich willkommen, liebe Brothers, zu einer neuen Folge Starbound. Wir sind gerade aufgewacht, wir haben gerade im Bettchen gelegen, haben uns ein bisschen ausgeruht und wollen jetzt weiter buddeln. Aber Killer ist wieder müde geworden, hat sich wieder hingelegt. Nicht. Wir sind so cool. Hoppala. Ups, ein Loch in die Wand gerissen. Kann ich jetzt eigentlich da hinten wieder was reinmachen? Ah ja, kann ich. Ach, gut. Wir haben Folgendes vor, wir haben ja hier die aktuelle Quest ist zurzeit. Wir können ja den Alpha-Sektor nicht verlassen, weil unser Schiff nicht stark genug ist, beziehungsweise nicht genug Sprit hat. Wir müssen Kontakt mit einem größeren Schiff aufnehmen und das funktioniert über diesen Empfänger hier, über diese Antenne. Nur kurz, den müssen wir craften. Und das hat Killer gesagt, da hätten wir schon alle Materialien. Hast du auch Silber? Also wir brauchen zwei Silber-Chopper-Bar. Muss ich gucken, ob ich das habe. Muss gleich mal, also ich werde jetzt hier hinten noch ein bisschen Platz machen. Wir wollen ja hier, obwohl das soll dann der Keller sein, eigentlich wollten wir oben ein Häusel bauen. Weil dann können wir uns ja mal eine Kiste machen. Da dann einfach ne, einige Kisten und dann halt die Ordnung findet dann statt. Und dann finden wir auch alles. Ja, warte mal, ich setze hier mal so ein Schränkchen rein. Ah, die Schränke, genau. Setz mal die Schränke, perfekt. Genau, ich schau mal gerade, wo ich die hab. Das ist ein Server. Hier. Ich muss da schnell so eine Fackel machen. Schau mal kurz, ob der jetzt auch leer ist oder was. Der ist leer, also hier haben wir 16 Slots zur Verfügung, hier Zeug reinzustellen. Vielleicht. Da mache ich da mal nur das wertvolle Zeug rein. Genau, Kupfer und so. Ich setze jetzt mal gleich eine zweite Kiste, wo ich einfach Forschungszeug. Da mache ich alles rein, was mit Forschung zu tun hat. Ich habe so viel Kram hier, diese Forschungslichter und Türen und Gates und Regale und was weiß ich was. Ach, guck mal, ich habe hier so eine blaue Ultra-Truhe. Da können wir das Kupferzeug und so reinmachen. Guck mal, wie cool die aussieht. Ah, okay. Dann nehme ich den für das Spezialzeug hier reinzumachen. Weil ich habe auch diese Halbschalenstühle mitgenommen und einen Tisch und so. Weil ich gedacht habe, vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Ich habe eine Oboe. Spritzen mache ich da auch mal rein. Du hast eine Boje. Eine Oboe. Diese flötenartige Ding. Ich werde drauf irgendwie spielen, ich teste mal kurz. Gucken. Tue ich hier auch mal mein Zeug rein. Also was habe ich denn hier? Saplings sind unwichtig. Seeds. Iron Bar. Nochmal Iron Bar. Killer, was machst du da? Sieht das aus, ey. Weißt du, ein Klavierstück spielst du einfach mit so einer Henriette, wollte ich schon sagen. So eine Henriette. Deine Klarinetten-Henrietten. Ich weiß nicht, wie das scheiß Instrument heißt. Schreibt es in die Kommentare. Oh, guck mal. Warte, jetzt. Da, da, da. Warte. Da, 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 da. Hey, Entertain Brothers. Da, 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 da. Willkommen zu Starbound. Oh yeah. Hier sind wir hier. Hey. Hey. Guck nach oben, damit du so schreist. La, la, da, 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 da. Ich weine auch. Oh mein Gott, ist das so schön. Hey! Okay, wir hören das auch. Hilfe. Farid, stop it. Farid, stop it. Das ist das Intro. Okay. Ich habe am Anfang gedacht, du hast hier irgendwie so eine Schrotflinte oder sowas. Und dann kommt einfach Musik raus. Ist auch interessant. Das ist die Musik. Das wird die Musik sein. Also ich glaube, uns fehlt Chopper. Kann das sein? Chopper. Kupfer habe ich schon im Ding drin. Ach scheiße, du musst doch hier reingucken. Weil ja, habe ich denn hier überall alles Holz und so. Also hier kommen die ganzen coolen Sachen rein, die wir da aus dem Versuchslabor geholt haben. Scheiße, da habe ich schon mal falsch eingeräumt. Nee, hier drin, also das, wo ich gerade dran bin, oder? Ah, okay, genau, ja. Und da ist noch leer, der zweite Schrank. Da können wir noch irgendwas reinmachen. Was wir wollen. Wie wir es wollen und warum wir es wollen. Ich hätte gerne, dass die Betten in einer höheren Etage sind und durch eine Treppe zugänglich. Sieht cool aus. Wie machst du das? Ich will auch mit Schneebällen schmeißen. Ich habe ja 6 Stück. Snowball. Cool. Und dann in diese zweite Kiste machen wir am besten unser gebautes Zeug, oder? Ja. No. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler. Ich habe noch einen dritten Schrank, merke ich gerade. Komm, was ich hier hab. Guck mal, Achtung, warte mal. Platzieren. Pass mal auf. Ein Flare. You've got a Flare. It's a Fledermaus. It must be a Fledermaus. But I can't kick it. I can't kick it. I can't kick it like Beckham. Shit.
brauche noch irgendwas für, um das Grünzeug und so irgendwie noch wegzusperren. Wir haben ja noch ein paar Schränke in dem einen Schrank, oder? Das ist auch so richtig Inception. Das ist Scheiße. Wie Inception. Das ist so richtig Inception-mäßig hier, mit Schränke im Schrank. Ich geh in den Schrank und hol noch ein paar Schränke raus, warte mal. Ne, keine Schränke mehr drin. Nur Server? Ich hab noch einen Schrank. Plasma, eine Plasma-Granate ist hier drin? Ja, ja, die hab ich gefarmt. Das hab ich gar nicht gehört vorhin. Plasma. Und hier die Plasma-Disk. Wow, steht unter als Beschreibung. Wow. Kann man die Dinger hier nicht auch irgendwie so. Ach, du hast da hinten noch Schränke, sehr gut. Und dann mache ich hier in den Schrank, mache ich Grünzeug rein. Ich habe sogar noch zwei Schränke, also wenn wir noch weitere benötigen, wäre das kein Thema. Okay, Grünzeug. Irgendjemand hat Hunger, ich glaube, das bin ich wieder mal. Ich glaube, wir müssen mal jagen gehen. Jetzt vielleicht geht die Sonne auf, da sollten wir mal irgendwas mal tun gegen unseren Hunger. So, ich muss mir hier gerade die ganze Zeit so Gerüste bauen, damit ich hier. Oh, warum mache ich das jedes Mal so? Ich bin so ein Arschloch. Ich versperre mir selbst den Weg. Rüst mich mal gescheit aus, das da hoch, dann kommt das da hoch. Dann der Bogen, dann das da, dann meine ultra coole Waffe. Dann die Dinger, dann das Fleisch, Flares brauche ich nicht, Fackeln, so, und der Rest. Und noch mal Gebautes rein. So. Achso, du machst jetzt einfach größer, Ja. Ich wollte die Betten eine Etage nach oben versetzen, damit wir hier unsere Werkstatt ist oder Lagerraum, Werkstatt. Wir können auch erstmal generell einen schöneren Weg nach oben machen, oben auch so ein Holzhaus oder so hinmachen dann. Genau. So. Haben wir jetzt. Ich schau mal kurz, ob wir Stein haben oder irgendwas Schönes, womit ich hier den Boden bauen kann. Woodplank. Hier was Cooles. Kann man dann aus Planken so dünnere Holzdinger machen, damit man einfach mehr hat, so Holzstreben. Ich schau mal kurz. Wooden Door, Wooden Gate. Guck mal, Great, was ist denn. Ah, das ist eine Kiste. Eine Kiste, ja. Die Mensch zu der Höhe hier. Ah, wie machst du das, diese schmalen Dinger? Das sind diese Treppenstücke. Die heißen Modern Platform, made of modern, made from modern material. Genau, da könnten wir unser Bett draufsetzen. Ich nehme das mir auch mal kurz in die Hand. Diese moderne Scheiß-Plattform. Oh yeah. Super, ich hab Hunger. Jetzt können wir hier hochbauen. Ah. Und hier dann vielleicht so die Betten, oder? Ja. Ja, sollen wir dann einfach auch gar keine Dinger machen? Man kann ja so runter dann. Oder sollen wir doch eine Treppe ganz hier runterführen lassen? Wir machen dann hier vielleicht nochmal eine Treppe ganz runter. Ja, komm, das ist rein optisch. Aber hast du noch ein Stück Fleisch für mich? Ja, klar, natürlich. Wisst ihr, wie man einzeln schmeißt? Wir wissen jetzt nur, wie man den ganzen Stack schmeißt. Ich glaube, man kann die Hälfte. Ja, ich habe es jetzt gehälftet und schmeiße es dir zu. Achtung. Ich muss. Du hast im Inventar schon gehälftet. Ich habe es im Inventar dann genau gehälftet mit Rechtsklick. Ist ja gut, ich esse ja schon was, Mensch. Nom, 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 nom. Okay. Okay. Cool, was ich gemacht habe. Eine Doppeltreppe. Es ist cakey. Dann baue ich da hier mal wieder so ab. So. Und ich muss generell überlegen, wie wir das bauen, damit das hier nicht so scheiße aussieht. Geht immer noch, bei mir sieht es immer noch cakey aus, so das. Na? So, ich glaube, jetzt habe ich's. Jetzt ist es schick. Schickelegick. Jetzt ist es wirklich schickelegick. Look at this, this is a really schick gig. Ich glaube, ich mache das Crafting Table, wo platziere ich woanders hin. Nämlich. Die wachsen gar nicht, ne? Das ist seltsam. Wo habe ich denn das jetzt? Crafting, 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 Crafting Table.
Habe ich jetzt kaputt geschlagen oder was? Und müsste eins stehen, oder? Nee, ich wollte es umplatzieren. Das hast du bestimmt noch irgendwo dabei. Irgendwo. Ütte wie, ütte wo, ütte wann. Ne, da sieht's blöd aus. Dann höre ich wieder so komische Esel schnaubenden Viecher. Ne, da brauche ich glaube ich nochmal kurz so eine Plattform oder sowas. Wir hätten die scheiß Truhe ein bisschen weiter umversetzen müssen. Ich schau mal kurz, die ist jetzt schon voll, ne? Mhm. Shit. Alter, hier unten sieht man was echt rumfuhrst. Die Betten kommen ja eigentlich eh woanders hin. Dann mache ich die jetzt mal kurz weg. Feuer kurz auch weg. Alter, drei Viecher. Das ist voll der harte Tobak, nicht? Ein harter Tobak. Ein harter so Thomas. Es ist so ein starker Thomas. Thomas Kirk. Hallo, mein Name ist Thomas Kirk. Mein Name ist Thomas Cock. Der Schlafbereich der Little Time Brothers. Natürlich nicht in einem Bett. Jeder hat sein separates Bettchen. Ich bin der Meinung, wenn wir es hier wirklich schön machen, dann sollte man hier alles aushöhlen. Dass nicht Eis die Wand ist, sondern halt irgendwas anderes. Am besten halt wirklich diese modern Kacke. Diese moderne Kacke. Die Viecher. Wenn sie sterben. Mäh. So, das ist doch schön, hier so ein schönes Zuhause zu bauen. Ist doch schon was Aufregendes. Es macht Spaß. Oh, hier ist ein... Oh, mich greift eins an. Hilfe, geh weg. Go away, you little fucking pig. Oh, noch ein Treffer. Bam. Tot. Oh, shit. Oh shit, oh fuck, ich glaube das... Du glaubst, das war ein Fehler? Das war ein Riesenfehler, was ich hier gerade... Oh, gerade so wieder rausgekommen. Ach du Kacke. That was really schlimm, you know? That was really schlimm. So, dann kann ich das hier mal wieder abbauen. Hier, dass wir gerade Linien haben. Das war ein Fehler, ich bin tot. Ah! You're dead? Like you're dead? Ich bin in so einem... In so einer Höhle gewesen mit Wasser unten, ne? Und da waren so Viecher, ich habe eins killen können und dann waren noch zwei andere da und ich dachte mir, komm, ich schieß die jetzt tot. Geht nicht so einfach. Oh shit. Spawnen eigentlich diese Ritter dann gar nicht mehr? Die Ritter der Kokosnuss? Keine Ahnung, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, wie das genau mit dem Spawning funktioniert. Ich denke nicht, dass der jetzt nochmal spawnt. Oder was denkt ihr? Ihr da draußen. Ihr da draußen, ihr jetzt kleinen Zuschauer. Wir nehmen an, dass ihr klein seid. Ungefähr ein paar Zentimeter. Komm schauen, Eis, geht er weg. So, da werde ich jetzt, glaube ich, so eine Lampe verwenden. Hier diese komischen Forschungslampen. Wo sind die? Wo sind die? Die müssten im hintersten Schrank sein. Ne, die müssen da, wo wir generell diese Sachen hingemacht haben, die aus dem Labor sind. Aber vielleicht so ein gemütliches Licht wäre auch nicht schlecht. Ah, ne, ich nehme dieses komische Blitzlicht. Genau. Dieses Ultra-Laser-Light. Denn das Schlafzimmer soll natürlich spacey sein. Wirklich spacey, tricky. Bisschen tricky, ein bisschen spacey, ein bisschen freaky. Tricky. Ja, sieht cool aus. So. Chuck. So. So, dann mache ich hier noch ein bisschen was ab. Oh, hier sind wieder Viecher hier draußen. Die warten auf mich. Oh geil, ich habe direkt zwei angegriffen. Is it cause I'm a held? Möglicherweise. Ja, ich scheiß mal in die Hose. Ja, Vogel angegriffen. Oh, der schießt mit Laserbällen oder was? Der verrückt. Geschissene Affenvogel, du. Die werden immer verrückter, die Gegner. Wirklich, ey. Der hat mit so komischen Lasercode-Semmeln geschossen. Ich bringe jetzt gleich ziemlich viel Fleisch mit. So, auch tot.
Vor allem sind hier unten welche eingesperrt. Die haben sich echt ganz blöd da eingesperrt. Ich kann einfach gerade runterschießen, die sehen mich nicht. Oder die kriegen mich nicht so. Ah, Mann. Ist echt ein bisschen blöd zu bauen. Teilweise. Wenn man ein bisschen abrutscht. So, okay. Dann hätten wir das schon mal. Sieht ein bisschen geometrischer aus. Wie mit einem Geodreieck gezogen. Ein geometrisches Dreieck. Ich habe früher als Geometreieck gearbeitet. Als Gourmet gearbeitet. Ich habe im Gourmet-Dreieck gearbeitet. Mache ich jetzt alles zu hier? Sag mal, ist das schon wieder ein Viech? Hier will mich verarschen. Das greife ich jetzt aber richtig mit meiner Hake an. Bam! Alter, Einschlag und es ist tot. Unsere neuen Waffen sind echt ultra cool. Zumal wir eigentlich auch gar keine craften können. Das ist echt geil, dass wir die haben. Ich glaube, unsere Bäume hier draußen sind im Arsch. Alter, wie geil das da unten aussieht. Ich komme mal runter, ey. Crank! Sieht echt schick aus. Vor allem, wir könnten hier rein theoretisch auch den Hintergrund anders ersetzen quasi. Mit statt Eis halt Stein oder irgendwas. Wir können ja quasi mit rechts den Hintergrund wegklopfen. Aber ich meine, es hat ja Zeit. Wir haben jetzt eh noch nicht so viele Rohstoffe, dass wir hier alles ersetzen könnten. Suche ich mal, was ich nach so einen Rohstoffen habe. Nach pressten Stahl. Also ich habe übrigens keins von diesen Treppen hier mehr. Mit wie viel Aufwand kann man die produzieren? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das. Da müssen wir mal in Crafting Table gehen. Hast du noch nicht hingestellt, den Table? Achso, stimmt, den muss ich auch noch hin platzieren, warte mal. Ich will das hier gerade kurz ab. Achso, das ist so eine Ranke. Das war so eine Ranke, genau, deswegen konnte ich gerade mit meiner Axt nichts anrichten. Muss ich von hier drauf klopfen. So, und jetzt kann ich mit der Axt das scheiß Ding hier wegholen. Weil dann will ich jetzt nämlich gleich, wenn du ein Table gesetzt hast, mir noch eine Holzaxt machen. Während du hier unten rumbaust, würde ich dann nämlich noch Holz holen. Genau, dann machen wir mal generell die. Ich würde das Lager auch vielleicht ein bisschen abtrennen oder sowas. Aber das können wir ja gleich machen, wenn wir halt das entsprechende Material haben. Ich glaube, ich gehe auch unten nochmal ins Forschungslabor und reiß ein bisschen was ab. Das ist auf jeden Fall hier das Lagergebäude. Dann zieh ich später hier, wo die Treppe anfängt, eine Linie runter und machst so ein Gate rein. Ah, geil, ja. Und hier, das, was ich jetzt halt wegbuddel, das soll mal später halt so die Werkstatt werden. Halt der Brennofen, alles mögliche, was man halt braucht, um Kram zu erstellen. Ich setze das jetzt erstmal hier rein. Haben wir hier, hast du den Crafting Table hier reingemacht oder? Ah, hier sind zwei Stück. Ich setze gerade einen hin. Ah, achso, okay, perfekt. Ach shit, scheiße, ein Ding ist gerade im Weg. Okay, ist da. Perfekt, perfekt. Kann man sich da drauf hebeln? Ja. Was passiert denn im Wasser, wenn ich das jetzt da... Werden die Möbel vermodern? Möglicherweise. So, jetzt mache ich mir nämlich hier diese... Stone Axe. Craft. Und da habe ich sie schon. So, dann werde ich das hier nämlich kurz weg. Ah, das verschwindet im Eis so ein bisschen. Ah ne, es ist die ganze Zeit da. Lass mal kurz ablaufen. Ja, mir ist vorhin auch ein bisschen Wasser da reingelaufen. Das Wasserloch, was du da gerade angezapft hast, war vorhin etwas größer. Da habe ich schon einiges vergossen, aber ist nichts passiert. Können wir eigentlich auch gleich das Teil machen, ne? Wir haben ziemlich viel... Also Kupfer haben wir und Metall haben wir auch. Was fehlt uns noch? Kannst du das... Einsehen. Dieses, ich werde mal kurz nachschauen, was uns noch fehlt. Also uns fehlt folgendes Material. Und wo siehst du eigentlich die Quest überhaupt? Ich kriege immer, wenn ich eine erfüllt habe, ich habe vorhin durch Zufall eine erfüllt, kriege ich die nächste angezeigt. Ich habe die letzte Quest, die ich erfüllt habe, war, als ich einen Steinofen produziert habe. Vielleicht musst du das noch machen schnell. Der Steinofen braucht eigentlich nur Cobblestone. Hast du schon einen gemacht?